Ja, in der heutigen Cheftreff-Ausgabe geht es um 100-jährige Firmengeschichten, es geht um Unternehmertum, es geht um Transformation, es geht um auch Klarheit im Handeln, um die ruhige Hand. Es geht aber vor allen Dingen auch um einen sehr spannenden Business Case, der sehr früh schon begonnen hat, von dem klassischen B2C in das Thema B2B einzusteigen und mit einer Konsequenz, die ich hier in den fast 200 Folgen so noch nicht erleben durfte, und ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dem CEO von Conrad, Ralf Bühler. Also viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff Podcast, und ich freue mich heute auf ein Gespräch mal wieder mit einem Milliardenplayer und vor allen Dingen, das ist immer so, eigentlich finde ich immer sehr besonders, mit einem Familien- oder inhabergeführten Unternehmen, und zwar hier aus dem bayerischen Raum, ein bisschen weiter nördlich, und zwar freue ich mich auf das Gespräch mit dem CEO von Conrad, Ralf Bühler. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Danke, freue mich hier zu sein. Ja. Wie ich gelernt habe, bist du ja hier in München um die Ecke aufgewachsen, also ja, so quasi ein Heimspiel eigentlich. Ne? Mehr oder minder, auch wenn München nicht immer so die Heimat war. Ich habe so ein bisschen um die Welt rumgelebt, aber ja, in München Grundschule, Gymnasium, den größten Teil meines Lebens hier verbracht, und ja, ist zu Hause. Ja. Ja, und jetzt im Regensburger Raum. Du bist seit 2019, glaube ich, bei Conrad. Seit 2019, ne? Ja. Wobei die Familie, ich sage immer, die Familie lebt immer noch in München. Ja, also wir sind nicht umgezogen, als wir kamen aus London zurück, haben uns dann hier in München im Osten niedergelassen, und Familie ist dort, und ich pendel halt wohin auch immer mich der Tag so verschlägt. Ja, ja, okay. Ja, Conrad ist jetzt so, seit 2019 hast du gesagt, seit 2021 bist du in der Gesamtverantwortung als CEO. Und du hast aber so vom Werdegang her ja eigentlich immer so in der Technikbranche dich bewegt. Ne? Ja, also ich bin, es gibt wie immer im Leben ja so bestimmte Punkte, an die man sich dann erinnert. Ja, also Conrad hat ganz früh in meinem Leben mal eine Rolle gespielt, mich auf den Weg zu bringen, auf dem ich dann letztendlich auch gelandet bin. Also wer sich in München ein bisschen auskennt, weiß, dass Conrad in der Schillerstraße so eine Institution war. Da kam mein erster PC her, und durch den ersten PC und das Interesse an Computern bin ich irgendwann in der Elektronik gelandet. Hab dann größte Teil meiner beruflichen Laufbahn bei Halbleiterherstellern oder Distributoren verbracht. Ein paar Jahre in England gelebt, ein paar Jahre in Hongkong gelebt. Aber immer B2B gemacht. Ja. Und das ist so der Anknüpfungspunkt, wie es dann am Schluss wie sich der Kreis geschlossen hat, ist, als ich Conrad dazu entschlossen hatte, wirklich in diesem B2B-Bereich sich reinzuverschieben, bin ich irgendwann kontaktiert worden. Und dann hat mein Werdegang und die Interessenlage von Conrad einfach gut zusammengepasst. Und so bin ich bei Conrad gelandet, ja. Mhm. Das ist eigentlich also ein schönes Stichwort, weil ihr seid ja eine extreme Transformation, ja, sozusagen, oder seid da durchgegangen jetzt, also im positiven Sinne, also geschäftlich, und ihr wart schon immer so ein Caterer für so das B2B-Umfeld, also mit euren Produkten, ihr hattet immer schon einen großen Anteil an Geschäftskunden, aber das hat sich jetzt nochmal über die letzten, ja, so schon 5 bis 7 Jahre ja nochmal sehr, 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 sehr gedreht auch, ne? Ja, also ich meine, wir sind dieses Jahr 100 geworden. Genau. Ja, was natürlich immer ein Event ist, wo man auch nochmal ein bisschen reflektiert, wie ist man denn hingekommen an den Ort, an dem man jetzt ist. Und man muss natürlich sagen, es gibt so ein paar Themen, die sich durch die Firmenhistorie ziehen. Und eines davon, auch von Anfang an, ist eigentlich diese Fähigkeit, Chancen zu erkennen und dann auch Chancen zu nutzen, rund ums Thema Technik. Und wir haben ja klassisch als B2C-Player wirklich angefangen. Aber über die Jahre, so ab, ich sage jetzt mal Mitte der 90er, war schon so, dass wir auch begriffen haben, dass unsere Value Proposition, also das, was wir zu bieten haben, durchaus auch bei Geschäftskunden resoniert. Es hat aber schon einige Jährchen noch gedauert, bis wir das auch strukturell dann im Geschäft wirklich zementiert haben. Und dann, ich denke mal so vor acht, neun, zehn Jahren haben wir wirklich gesagt, aha, da ist was wir sinnhaft bearbeiten können. Und dann gibt es alle Veränderungen, die uns seit Jahren begleiten im Konsumerverhalten. Und man hat dann festgestellt, ja, also dieses B2B ist mehr als nur ein Anhängsel für uns. Es ist etwas, was die Firma in die Zukunft transportieren kann. Und so haben wir uns dann vor 5 Jahren wirklich auf diesen transformatorischen Weg gemacht, zu sagen, wie kommen wir aus unserem Stammgeschäft
ganz, ganz deutlich in B2B, welche Stärken, welche können wir verstärken, welche Investitionen können wir machen und dann unter dem Stichwort digitale Transformation, auch in der Beschaffung, war es einfach der richtige Zeitpunkt, in das B2B-Segment zu wechseln. Mhm. Parallel habt ihr auch noch, das fand ich auch sehr bemerkenswert, einfach das stationäre Geschäft sozusagen dann auch sagen, zurückgedreht. Und da gab es, bin ich auch drüber gestolpert, das weiß ich noch, mein Partner hier, der Jochen Krisch, hatte was rausgekramt, das von dem Jörg Dubiel, ehemalige VP Corporate Intelligence, glaube ich, im Januar 2017, der von der Komplexitätsfalle Omnichannel sprach. Gleichzeitig hat Werner Konrad in dem Maschinenraum-Podcast gesagt, zu sagen, Omnichannel oder Multichannel hat schon mein Urgroßvater gemacht, also mit Geschäft und Katalog und ja seit 96, 97 dann bei euch auch einen Online-Shop, also sehr, sehr früh. Und dann ja diese strategische Entscheidung zu sagen, ja, man geht eigentlich jetzt komplett auf den Distanzhandel. Ne? Also ich weiß, ihr geht wieder so ein bisschen in eine andere Richtung, das waren jetzt so die Neuigkeiten, aber das ist ja schon auch eine extreme Klarheit, auch von der Unternehmensleitung her. Ne? Ja. Also so große Transformationsprozesse, ja, die haben zunächst mal immer als Grundvoraussetzung Mut und Einsicht, glaube ich. Ja? Wenn du eine Transformation anfängst, musst du dir irgendwann mal bewusst sein, Es kann so nicht weitergehen und du musst dich dann auch für einen klaren Weg entscheiden. Und deswegen ist diese Omnichannel-Thematik, gerade wenn man sich fürs B2B entschieden hat, durchaus ein komplexes Umfeld. Ja? Weil auf der einen Seite bedient man dann zwangsweise weiter B2C-Kunden, weil man in den Läden halt nicht trennscharf unterwegs ist. Du hast so ein bisschen das Thema des Sortiments, das im Stationärhandel besser funktioniert als im Distanzhandel. Und so war es für uns damals wichtig zu sagen, wo wollen wir hin? Das war klar, wo wir hin wollten. Und dann, wie kann unser Weg aussehen, dorthin zu kommen? Jetzt muss man auch ehrlich sagen, natürlich hat Corona, wenn man so will, als Brandbeschleuniger diese Klarheit noch befeuert. Denn wir haben natürlich vor Corona festgestellt, der Präsenzhandel wird immer schwieriger, ist immer mehr. Wir haben damals immer gesagt, da findet Beratungsmundraub statt. Also so quasi die Beratung findet vor Ort statt und gekauft wird dann online. Ja. Und durch Corona haben wir dann festgestellt, also dieses Abschwächen der Präsenz und der Tatsache, dass wir durch Corona festgestellt haben, dass diese Verschiebung in den Distanzhandel einfach auch nicht mehr vollkommen umkehrbar oder rückdrehbar ist, war es, dass wir gesagt haben, wir sind uns klar, wir wollen B2B machen, wir sind uns klar, dieser Omnichannel-Ansatz, den wir zu dem Zeitpunkt gefahren haben, war einfach viel zu komplex, war es nur Konsequenz, die Filialen mit großen Diskussionen und natürlich auch mit großen Emotionen am Schluss diese Entscheidung zu treffen. Aber in der Strategie war es die richtige Entscheidung, das zu tun. Wenn man jetzt sagt, abschneiden oder zumachen ist ganz leicht, ja, dann gibt es ja trotzdem Aspekte im Präsenzhandel, die durchaus Relevanz auch für B2B-Kunden haben. Das sieht anders aus, weil da braucht man keine 4.000 Quadratmeter dafür, da braucht man nicht die Produkte, die dort sind. Aber wenn wir heute über B2B sprechen und das, was Konrad tut, sind wir in vielen, vielen Fällen so ein bisschen die Feuerwehr. Also wir sind dann da, wenn man vergessen hat, was zu bestellen, wenn was kaputt gegangen ist, wenn es was nicht Planbares war, was passiert ist. Und dort ist natürlich Ware, die vor Ort liegt, immer noch im Convenience, in der Geschwindigkeit ein großes Element und in der regionalen Verbundenheit auch. Und deswegen testen wir gerade an ein, zwei Standorten einfach, gibt es ein anderes Format, in dem wir Omnichannel doch als Teil unserer Value Prop noch brauchen. Und dann werden wir sehen, was das Ergebnis dieser Tests ist. Ja? Das sind wie Profi-Stores. Profi-Stores, genau. Okay, und wo startet ihr da? Also wir haben in Hürth angefangen, natürlich wieder unmittelbar Hürth bei Köln, unmittelbar vor Corona. Mhm. Es war also eine spannende Zeit, einen Betrieb mehr oder minder zu beginnen oder einen Test zu beginnen und dann ist erstmal zu. Wir haben in Hürth angefangen, wir sind jetzt gerade dabei, es in Regensburg als sag ich mal, einer unserer Standorte und in Mannheim zu testen und wir die ersten Ergebnisse würden mal sagen, weiter testen und
die Zukunft wird zeigen, ob wir weiter ausrollen oder auch nicht. Mhm. Ja. Okay. Jetzt hatte ich gerade bei dem B2B-Thema auch nochmal ein bisschen gefunden, dass also die Verschiebung jetzt war von 25% Anteil sind wir so bei 70%. Ja. Aber das, ja. Also selbst wenn es jetzt mehr oder ein bisschen weniger, aber das ja. ist ja schon eine massive Verschiebung. Ja. Es ist auch eine massive Bestätigung einfach der Strategie, muss ja. man ja auch sagen. Ne? Das freut uns natürlich. Ja, es ist, ja, ist ja. schön, wenn der Plan aufgeht. Mhm. Ja, also, dass das Modell B2B für Konrad Potenzial trägt, das war, ist nicht erst mir aufgefallen. Das ist dem Werner Konrad schon vor mir aufgefallen. Ich glaube, was uns in den letzten 5 Jahren wirklich gut gelungen ist, ist diese Kombination aus digitaler Transformation, also wie machen wir Beschaffung im Geschäftsbereich, nicht nur auf der Webseite, sondern auch in einem Thema, das heißt E-Procurement. Also wie machen wir die digitale Transformation für Unternehmen möglich, ohne zugleich dieses Wissen, dieses Menschliche, dieses Persönliche zu verlieren. Ja, Plattformen, Computer gibt es da draußen genügend, aber wie schafft man es in so einem digitalen Umfeld, dieses Zuhören des Menschen, dieses Problemlösen des Menschen, dieses Proaktive des Menschen, mit diesem digitalen Prozess so gut zu verbinden, dass da Mehrwert beim Kunden entsteht. Und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Ja, du hast recht, wir machen ungefähr 70% unseres Umsatzes heute im B2B. Und davon, sag ich mal, die Hälfte unseres Umsatzes mit diesem Thema E-Procurement, wo wir quasi direkte Verbindungen zu unseren Kunden auf der Systemseite haben und wo im Prinzip die ganze Transaktion einfacher, schneller, kosteneffizienter läuft, als wenn Menschen sich E-Mails, Telefonate und Ähnliches hin und her schicken. Ja, und das ist das, was uns, glaube ich, wirklich extrem gut gelungen ist in den vergangenen Jahren. Ja. Wir stellen dabei natürlich fest, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja. Deswegen benutze ich dieses geflügelte Wort, das 100-jährige Start-up immer noch. Ja. Wir lernen auch jeden Tag was dazu. Wir lernen auch Dinge, die wir uns theoretisch ausgedacht haben, doch nicht so gut sind, wie wir sie uns mal überlegt haben. Aber wir sind wirklich gut darin geworden zu sagen, testen, test, learn, earn, ja, auf Neudeutsch. Wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst schnell von der Idee in die Umsetzung kommen. Und wenn die Umsetzung funktioniert, verstärken. Wenn die Umsetzung nicht funktioniert, bitte nächste Idee. Und das wissen unsere Kunden auch zu schätzen, weil wir ihnen durch diesen Ansatz auch nicht dieses Thema friss oder stirb oder es gibt nur eine Variante, wie man mit Konrad arbeiten kann, vorsetzt, sondern wir sind sehr, sehr gut drin, uns in Kundenumgebungen zurechtzufinden, die Lösung für den Kunden statt am Kunden vorbei irgendwie zu bauen. Und das ist Teil des Erfolgs, warum wir von 25% auf 70% gekommen sind. Bei wachsendem, also oder zumindest gleichbleibendem Umsetzen. Also genau. Man ist ja immer, wir reden dann hier, wenn meine letzte Zahl war eben, ihr seid so um die Milliarde rum, das sind halt 700 Millionen Euro Umsatz. Ja. Das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Ich hatte auch ein sehr spannendes Gespräch mit dem Max Meister von Ludwig Meister, der im technischen Großhandel ja auch ist, ja. Der sehr tief auch in die Wertschöpfung sich integriert bei seinen Kunden. Also so weit sogar, dass er sagt, er kann praktisch vorhersagen, wie viele Teile braucht. Er sieht dann die Sourcing-Seite, sieht dann, dieses Teil läuft aus oder er hat dann ein Problem, kann proaktiv auf den Kunden zugehen und sagen, hey, wir müssen was umstellen und weiter. Seid ihr da auch unterwegs? Unser Ansatz ist aber ein durchaus anderer. Ich habe vorher diesen Begriff Feuerwehr verwendet oder diesen Gedanken, dass wir das Lösen von Problemen, die keiner voraussieht, irgendwie besser als andere lösen. Und um das zu tun, braucht man in dem Spannungsfeld B2B, in dem wir unterwegs sind, eine große Zahl an Produkten. Mhm. Ja, man kann einfach nicht nur sagen, wir haben Computer und ein paar Bauteile, sondern da gibt es, um eine Wertschöpfung in produzierenden Unternehmen zu gestalten, um Wertschöpfung in Infrastruktur, also im Handwerk oder im Bau zu machen, braucht man eine irrsinnige Menge an Produkten. Mhm. Das heißt, unser Hauptfokus liegt darauf, den Zugang zu einer Vielzahl von Produkten, kuratiertes Sortiment, für den Kunden darzustellen, damit er diese One-Stop-Shop-Experience kriegt. Ja, also dieses
es brennt, ich rufe bei Konrad an. Ja, also 112 ist dann eben Konrad und nicht die Feuerwehr in diesem Fall. Ich rufe bei Konrad an, weil ich weiß, ich finde dort das Produkt, das mir gerade fehlt. Deswegen ist unser Ansatz natürlich zunächst mal einer, der versucht, in der Breite abzudecken, was an Themen aufkommen kann. Das, was du gerade angesprochen hast mit dem Thema vorherschauend, das kann man nicht in der Breite von 9 Millionen Produkten leisten. So gibt es bei uns natürlich Segmente, in denen wir das besser können, aufgrund der Vielzahl an Daten, die wir haben, als in anderen Bereichen. Und dazu verwenden wir, um den Begriff KI oder AI einfach mal untergebracht zu haben, hat nur eine Viertelstunde gedauert oder schon war die KI da. Und dafür braucht man natürlich dann intelligente Systemunterstützung, um das zu leisten. Und dafür verwenden wir wirklich KI, um zu sagen, wie kommen wir aus der Masse an Daten, die wir haben. Ja, wir haben 100 Millionen Besucher auf den Webseiten. Mhm. Wir machen 30, 40 Millionen Transaktionen in den E-Procurement-Systemen, die wir da so sehen. Wie kriegt man aus der Masse von Daten relevante Informationen raus? Und da geht es ohne Algorithmen und KI einfach nicht. Und dafür verwenden wir umso Voraussagemodelle, ähnliche Produkte, Ersatzprodukte einfach besser abbilden zu können für unsere Kunden. Ja? Das Spannende ist jetzt, wenn man bei einem Sortiment da eben bleibt bei euch, ist ja, dass ihr auch sehr früh angefangen habt, einfach diesen Marktplatz, einen B2B-Marktplatz aufzubauen. Mhm. Also das dann zumindest übergegangen ist, so wie ich es jetzt in meiner Historie sehe, so in diese Sourcing-Plattform. Aber das war ja schon auch sehr früh, dass ihr dann gesagt habt, okay, also ein kuratiertes Sortiment müsst ihr nicht selber komplett gestalten, sondern eben auch einfach sich, also da als Spezialanbieter de facto ja auch als Marktplatz zu positionieren. Ne? Also wenn man aus diesem Gedanken kommt oder als wir es uns angeschaut haben, war uns bewusst, um diese Experience, diesen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, dass wir eben die Anlaufstelle sein können, dass wir das nicht aus unseren Warenbeständen alleine bedienen können. Ja, das war damals ein offensichtlicher Ansatz zu sagen, wie bekommen wir es hin, dass wir nicht nur Konrad-Warenbestände, sondern Warenbestände von vielen, vielen Marktbegleitern zugänglich machen. Wie schaffen wir es dabei, aber nicht die Qualität und den Service, für den Konrad steht, zu kompromittieren? Also wie kriegen wir es hin, dass wir nur Menschen auf den Marktplatz lassen oder Firmen auf den Marktplatz lassen, die für diese Qualität stehen. Ja, und das war von Anfang an der Gedanke, wir werden einen Marktplatz bauen, auf dem nicht 500.000 Anbieter sind, sondern vielleicht auch nur 500 oder 1.000, die aber in einer Qualität, in einem Service, dem Konrad entspricht, mit Sortimenten, die für unsere Kunden Relevanz haben, nicht mit allem, was die gerne verkaufen würden. Und den Weg haben wir mit dem Marktplatz wirklich auch konsequent beschritten. Der andere Aspekt, der da hinter diesem Marktplatzgedanken steht, wenn man das in dieser Kuratierung sieht, ist natürlich schon auch ein Gedanke, der, ich will jetzt nicht das Wort Nachhaltigkeit überstrapazieren, aber es ist schon ein Nachhaltigkeitsgedanke auch dabei, weil warum soll Ware produziert werden, die bereits in der Lieferkette irgendwo vorhanden ist. Also warum sollen 5 Händler 5-mal eine Ware bestellen, obwohl die bereits 1 oder 2-mal in der Kette verfügbar ist? Also war der zweite Gedanke, wie schaffen wir es eben, diese Ware, die in der Kette vorhanden ist, sichtbar zu machen? Und wie schaffen wir es, dass wir die in unterschiedlichen Ländern sichtbar machen? Cross-Border E-Commerce. Ja, das kennen wir alle aus dem Privatbereich. Vielleicht, da kommt die Ware dann von wo auch immer. Im B2B-Umfeld ist Cross-Border aber nach wie vor ein nicht ganz so triviales Thema, gerade auch in Europa mit den unterschiedlichen Mehrwertsteuergesetzgebungen und was da alles dahinter steht. Also das waren so die drei Aspekte, wo wir gesagt haben, wir brauchen größeres Sortiment, um die Feuerwehr sein zu können. Wir wollen Ware, die eh schon verfügbar ist, besser und optimaler im Markt unterbringen und wir wollen vor allem Sichtbarkeit für diese Ware überall in Europa schaffen, sodass es keine Rolle spielt, ob die Ware in Italien oder in Deutschland oder in Polen liegt. Die muss für Kunden überall verfügbar sein. Und das ist so der Weg, den wir mit unserem Marktplatz gerade gehen. Ich meine, ihr seid ja, das ist ja auch ein schönes Stichwort, weil du es selber angesprochen hast, im Thema Internationalisierung, also gerade in dem B2B-Umfeld. Ihr wart ja schon immer
recht international unterwegs. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, hat sich dann dieser B2B-Shift auch, also verteilt sich der gleich über die Ländermärkte oder normalerweise, zumindest meine Erfahrung ist, dass die Länder immer alle ein bisschen unterschiedlich ticken, ja? Also wir sind als Konrad seit nicht erst seit gestern in 17 Ländern in Europa zu Hause. Das ist nichts Neues. Ist ganz witzig, wie du sagst, Länder sind unterschiedlich. Länder haben natürlich auch eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte. Also wir sind ein organisch gewachsenes Unternehmen. Mhm. Damit hat jedes Land so seine eigenen Besonderheiten für uns. Und es ist durchaus so, dass natürlich, wenn man als Konrad in Deutschland 100 Jahre Geschichte hat und man viel B2C gemacht hat, gibt es diese Geschichte im ein oder anderen Land gar nicht. Das heißt, der B2B-Shift fühlt sich bei uns innerhalb der Konrad-Gruppe in dem ein oder anderen Land so an, als ob die endlich zu Hause angekommen sind, weil die immer mehr B2B gemacht haben als B2C. Mhm. Die sagen also, oh wie toll, jetzt ist das unsere Strategie. Und in anderen Ländern, in anderen Märkten haben wir natürlich deutlich noch an Investitionsbedarf gehabt, um diese Veränderung zu machen. Und deswegen sind wir gerade dabei, auch natürlich die ausländischen Märkte deutlich stärker zu bedienen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Nochmal, wir machen 17 Länder seit vielen Jahren. Mhm. Jedes Land ist unterschiedlich groß. Jedes Land hat ganz leicht andere Herausforderungen. Aber wir glauben, dass das, was wir in Deutschland als Geschäftsmodell gebaut haben, in nahezu allen großen Märkten in Europa dieselbe Relevanz hat. Denn überlegen wir uns heute, vor welchen Herausforderungen mittlere und große Unternehmen stehen. Ja, wir haben Lieferketten, die nicht 100% stabil sind, wie wir leider vor nicht allzu langer Zeit und aktuell immer noch erfahren können. Wir haben eine Altersstruktur in der Bevölkerung in Europa, die darauf hinweisen würde, dass wir immer weniger Menschen zur Verfügung haben, um die Arbeit zu machen. Und wir haben im B2B natürlich eine Komplexität, eine Vielzahl von Produkten, die gekauft wird, um was anderes zu fertigen. Und all das versuchen wir auf der Plattform zu lösen. Ja, wir versuchen digital Menschen die Zeit zu geben, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Wir versuchen digital Warenverfügbarkeiten abzusichern. Und wir versuchen das in gleicher Qualität überall in Europa zu machen. Und wenn wir das lösen, dann lösen wir die Probleme, die B2B gerade vor sich her schiebt. Und ja, und dann wird Konrad weiter erfolgreich sein und auch die nächsten 100 Jahre hoffentlich ein Bestandteil der Wertschöpfungskette in der Elektronik sein. Ja, was mich fasziniert an eurem Setup ist, dass das, was man ja im Markt so sieht, ist so ein bisschen so, man hat die B2C-Welt, die vor allen Dingen auch ich jetzt fast 25 Jahre mit begleiten durfte und da ist man sehr weit schon irgendwie fortgeschritten. So, jetzt merkt man so im B2B-Bereich, oh, viel größere Volumina, viel größere Markt, aber ein extremes Time-Lag. Also da sind die Player, was so die Digitalisierung angeht, ziemlich weit hinten. Mhm. Jetzt habt ihr beides in einem Unternehmen eigentlich so und das ist ja, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber natürlich ein extrem smartes Setup. Ja. Man sagt, naja, man hat die Learnings von 20 Jahren, sozusagen D2C-Business, ganze Prozesse und so weiter. Und also wie viel leichter und eleganter war es dann eigentlich auch für euch? Also ich will sagen, es war viel leichter, aber ist natürlich nicht so. Ich glaube, der große Benefit, das Extra, das wir mitgebracht haben, ist eben das Verständnis, wie wichtig es ist, am Schluss den Endverbraucher in dem Fall, B2C, zu bedienen. Und unser Ansatz im B2B war es immer, gerade bei Großfirmen, Produkte werden ja nicht von dem verwendet, der das Produkt im Einkauf beschafft, sondern Produkte werden benutzt, verbaut, wo auch immer, von Menschen, die arbeiten in Fabriken, von Menschen, die stehen an Bändern und reparieren Maschinen, von Menschen, die sind am Bau. Und wir haben diese Heritage, diese Legacy aus, wie kriegt man das Produkt an den Endkunden, also an den Verbraucher quasi, die hat uns natürlich enorm geholfen, denn genauso haben wir im B2B dann angefangen. Wir haben gesagt, wie schaffen wir es dem strategischen Einkäufer einen kontrollierten Prozess zur Verfügung zu stellen, der aber nicht erfordert, dass er jeden Auftrag stellen muss, sondern der Ausbildungsleiter in irgendeinem Werk ist immer noch in der Lage, in seinem System bei Konrad zu bestellen. Und da hat uns B2C natürlich viel geholfen, weil wir das nicht mehr lernen mussten. Ich glaube, wo B2C auch geholfen hat, ist
in der gut damit umgehen zu können mit den unterschiedlichsten Anforderungen, die es gibt. Ja, weil, wie du sagst, im B2B geht man rein und denkt sich, ja, da macht man einen Prozess und dann gibt man allen Firmen diesen Prozess und alle sind glücklich. Mhm. Das ist ja auch im B2B nicht so. Ja, es ist jede Firma leicht anders, jede Firma benutzt eine andere Systemlandschaft, jede Firma hat einen anderen Beschaffungsprozess und dieser Gedanke, nicht da reinzugehen mit one size fits all, also hier ist unsere Lösung, bitte nehmen, was anderes gibt es nicht, das hat uns geholfen. Wir sind nie damit reingegangen, wir sind immer reingegangen, haben uns angehört, okay, was, wie wollt ihr das gerne machen, wie macht ihr das heute, haben versucht, uns daran auszurichten und da eine Lösung zu finden und uns so in die Systemlandschaften zu integrieren, dass eben nicht der Kunde alle seine Prozesse verändern musste, sondern wir haben uns ein bisschen angepasst. Mhm. Und das ist eine Legacy, die kommt aus dem B2C-Umfeld, ja, und die hat es leichter gemacht auf jeden Fall. Ja. Ja. Hast du ein paar Kundenbeispiele, so, also ohne Namen zu nennen, aber ja, sozusagen, dass man es ein bisschen plastischer macht? Ja, also denk einfach mal drüber nach, jede Firma ist unterschiedlich groß. Ja, du hast ja von dem kleinen Handwerksbetrieb, bei dem vielleicht die Frau des Betreibers nach 17 Uhr den Einkauf macht. Ja, die möchte sich nicht in komplexen Systemen zurechtfinden. Am liebsten hat die auf der Webseite alle Sonderpreise, die sie verhandelt hat oder die sie von uns bekommt, zur Verfügung, um dann nach 17 Uhr halt ganz einfach ihre Bestellungen loszuwerden. Das ist das eine Extrem. Ja, wie mache ich es kleinen Unternehmen einfach, dass das, was wir ganz gesondert für die machen, 24 Stunden am Tag für die Firma verfügbar ist? Wie machen wir das zugänglich? Und auf der anderen Seite des Extrems hast du Riesenfirmen, keine Ahnung, nimm irgendeine Zahl, 10.000 Angestellte, 300 Locations, in 300 Locations Menschen unterschiedlichste Produkte suchen und limitiert sind, wo sie einkaufen dürfen. Also ist dort die Herausforderung, wie schaffen wir es, dass in diesen 300 Locations Menschen in selber Qualität, in ihrem System das Konrad-Sortiment finden. Und dafür haben wir jeweils Lösungen gebaut. Und dazwischen gibt es alle möglichen anderen kleinteiligen Lösungen. Also wenn du heute wenn du so eine mittelgroße Firma, 200 Leute nimmst, da kaufen natürlich nicht 200 Leute ein, aber da können trotzdem vielleicht 20, 30 Leute beschaffen. Jetzt möchte der Eigentümer von dieser 200-Mann-Firma aber nicht haben, dass jeder kauft, was er will, für wie viel er will. Auch dafür haben wir Lösungen gebaut, dass er trotzdem die Kontrolle behält, wer was ausgibt. Das sind alles so ganz konkrete Ideen, die aus Kunden rauskamen, die sagten, könntet ihr das oder würdet ihr vielleicht das? Und solche Dinge tun wir halt dann in unseren Systemen. Ja. Okay, jetzt wenn man auf eurer Website anschaut, dann gibt es ja also extrem viel Lösungsangebot, würde ich so mal sagen. Ja. Und das, was mir dann ins Auge gefallen ist, ist dann auch das ist zum Beispiel das Mieten statt Kaufen Thema. Macht ihr mit Grover, glaube ich, zusammen. Also ich finde es ja cool. Ja, wir hatten die auch schon mal, glaube ich, im K5 TV. Aber wird sowas angenommen schon? Also es wirkt ein bisschen noch nicht gelernt. Ne? Ja. Also nicht nur bei euch, sondern generell im Markt. Also es ist definitiv in... Da müssen wir wieder aufpassen, weil immer wenn wir über Europa sprechen, sind wir auch wieder in... Europa ist nicht Europa. Ja? Der deutsche Markt, speziell im B2B, ist ja ein Markt von vielen Hidden Champions, viel Mittelstand, viel Tradition, auch viel gelernte Kultur. Und diese gelernte Kultur ist, wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich das. Ja? Das heißt, dieses Mieten, Leihen ist in der B2B-Landschaft in Deutschland eher noch nicht angekommen. Also heißt nicht, dass es niemand tut, aber es heißt, es ist kein Trend, der heute schon einer ist, den man nachhaltig als Erfolg bezeichnen kann. Es gibt durchaus Produktsegmente, in denen das so ist. Also eher so die konsumnahen Produkte, Telefone, Drucker, wo wir sehen, ja, da ist wirklich Bedarf da. Wenn wir jetzt über Maschinen, also Investitionsgüter sprechen, da sind wir leider noch ein gutes Stück davon entfernt, dass sich dieser Markt etabliert. Und so sieht es auch ein bisschen um Europa rum aus, wiederum mit Nuancen. Frankreich ist vielleicht etwas offener für dieses Thema, die Italiener sind vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter von dem Thema entfernt und so tasten wir uns da daran. Wir sind dennoch überzeugt, dass es auf
Bitte frage mich nicht, ob das 5 Jahre oder 10 Jahre oder 2 Jahre ist. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass es auch im B2B-Umfeld gute Anwendungen, gute Use Cases gibt, in denen einfach dieses Leihen auf oder Betreiben auf Zeit Sinn macht. Mhm. Konkretes Beispiel, ja, wir beschäftigen uns gerade mit diesem Thema Cobots. Also auch da wieder, wie können Maschinen möglicherweise Standardarbeitsschritte helfen, schneller, leichter, einfacher für den Menschen zu machen. Wenn du heute ein Projekt hast, in dem dieser Cobot helfen würde, du hast aber dieses Projekt einmal und nicht 10-mal, warum würdest du dir dann diesen Cobot kaufen, wenn du auf Dauer keine Verwendung hast? Mhm. Da gäbe es ganz konkrete Leih-Schräg-Miet-Modelle, in denen es deutlich sinnhafter ist, diesen Cobot auf Zeit zu benutzen und dann wieder, und dann wieder zurückzugeben. Und das sind Themen, die schauen wir uns sehr intensiv an. Da testen wir auch einiges mit den Kunden. Aber ich würde nicht sagen, dass das schon Primetime in Deutschland ist derzeit. Ja. Weil die spannende Frage ist, wenn man ja das Selbstverständnis hat, die technische Beschaffungsplattform zu sein, dann muss man ja auch genau über so andere Services eben auch nachdenken. Gibt es da auch irgendwas, wo ihr sagt, dass das ist jetzt schon, da ist es schon ein bisschen weiter oder das ist ein spannendes Thema, was ihr euch anschaut? Also auch da wieder, du hast uns genannt, ein Vollsortiment oder ein Sortimenter, ja? Wir haben so viele unterschiedliche Produktkategorien rund um Technik, dass es natürlich Abschichtungen gibt, was an Services möglich ist. Also wir haben sehr produktnahe Services. Wir machen heute extrem viel um das Thema Messtechnik rum, weil bei Messtechnik geht es ja immer um Präzision. Wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich messe, auch richtig ist? Wir machen Kalibrierung, wir machen dort wirklich eine Vielzahl an produktorientierten Services. Wir machen im Extremfall auch Turnkey-Lösungen für unsere Kunden, in denen Konrad quasi die Idee des Kunden nimmt und in ein physisches Produkt umwandelt, das dann der Kunde entweder verwendet oder selbst verkauft. Das ist mein Lieblingsbeispiel, immer ohne Namen zu nennen. Wir fertigen ein Ladegerät für einen der ganz großen emotionalen Autohersteller, die es da draußen gibt. Mhm. Ja? Da haben wir von der Idee bis zum verpackten Produkt quasi eine Leistung für den Kunden gebracht. Das sind Services, die wir anbieten. Und wir tun dann sehr, sehr vieles auf der digitalen Seite an Lösungen, Services für Kunden, von kuratierten Sortimenten, die wir zur Verfügung stellen in digitalen Lösungen, über ganze digitale Lösungen, wo wir quasi der Lösungsanbieter sind für diese Software, die es da gibt. All diese, also wir schauen uns wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Lösungen gerade an, entweder nahe am Produkt oder nahe an der digitalen Beschaffung und alles dazwischen. Ja. Jetzt, du hast ja auch schon viel gesehen, du hast doch eingangs gesagt, du in London gearbeitet, in Hongkong gearbeitet und jetzt in einem Hirschau oder bei Regensburg und ich glaube, das Besondere ist, und das hatte ich auch hier schon mehrfach, ist halt, dass man noch so eine Eigentümerstruktur hat, die ja eben 100 Jahre Geschichte, die auch eine Corona-Zeit eben auch sehr schön, wie der Werner Konrad das auch so darlegt, dass er sagt, naja, als das passiert ist, war er erstmal recht entspannt, weil er musste nicht zu Banken gehen, er musste nicht zu Investoren gehen und irgendwie was erklären und das, also so ein bisschen diese Gerhard Schröder hat es ja mal diese ruhige Hand genannt. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, weil im unternehmerischen Umfeld, glaube ich, ist das auch häufig ganz, ganz gut. Und jetzt hast du ja auch beschrieben, und das so ein bisschen der Swingback jetzt, so eine Transformation zu machen, auch also rauszugehen aus Stores, auch ein Shift hin Richtung B2B. Wie moderiert man das dann eben auch so als Familienunternehmen? Weil man hat natürlich auch Leute, die man lange da hatte, die man auch versucht, dahin zu coachen. Hat er auch selber gesagt, bei nicht allen hat es funktioniert. Aber du warst ja da auch schon mit da. Also wie hast du es erlebt? Also sprechen wir mal ganz, ganz persönlich davon. Ja, wenn man als Nicht-Familienmitglied quasi in so ein Unternehmen kommt und soll dann die Verantwortung übernehmen, dann schaut man sich davor ja schon ein paar Aspekte an. Da ist natürlich der Aspekt, glaubt man, dass man menschlich mit seinen Gesellschaftern irgendwie arbeiten kann. Aber auch dahinter schauend, 100 Jahre Erfolgsgeschichte sind Segen und Fluch
gleichermaßen. Ja? 100 Jahre können bedeuten, man ist sehr festgefahren und sehr zementiert in dem, wie man denkt und was man zulässt. Oder man ist offen, man steht dieser Veränderung auch mit einem entsprechenden Respekt oder Offenheit gegenüber. Und das war für mich so ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, Konrad ist ein Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, hinzugeben, weil ich von Anfang an gespürt habe, dass zwar der Stolz auf diese lange Geschichte vorhanden war, aber immer diese Neugier, diese Offenheit, dieses Bewusstsein, es wird nicht für immer so weitergehen. Und dann auch mit diesem langen Atem diese Veränderung durchzuführen. Ja? Ja, und dieser lange Atem ist, glaube ich, definitiv einer der Faktoren, warum Transformationen gelingen oder eben nicht gelingen. Mhm. Ja? Weil auch wir machen nicht jeden Tag alles richtig. Mhm. Auch bei uns scheint nicht jeden Tag die Sonne und wir wissen gar nicht, was wir noch tun sollen, sondern es gibt Dinge, die passieren unvorhergesehen. Und dann erleichtert dieser lange Atem einfach, dass die Strategie weiter konsequent umzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass dieses, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, du brauchst, um zu transformieren, Mut, du brauchst irgendwie Einsicht, Neugier, Bereitschaft zur Veränderung und du brauchst dann auch das Durchhaltevermögen, um diese Transformation zu Ende bringen, egal ob es vielleicht an einem Tag mal nicht so gut läuft, wie du dir das vorstellst. Und das zeichnet Konrad schon aus, weil das ist ja nicht die erste Veränderung. Es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal ist, dass wir die Firma so ein bisschen von links nach rechts drehen. Ich glaube, der Werner würde mir zustimmen, wenn ich sagen würde, das passiert vermutlich das vierte oder fünfte Mal gerade in unserer 100-jährigen Geschichte. Und wir haben bewiesen, wir können das. Wir sind, sag ich mal, unseren Weg auf die B2B-Seite jetzt sehr konsequent gegangen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Also unsere Transformation ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber diese ruhige Hand macht es einem leichter. Wenn ich leicht sage, das ist das einzige Erfolgskriterium, aber es macht es auf jeden Fall deutlich leichter, diese Transformation auch weiter voranzutreiben. Ja. Okay. Und jetzt sagt, okay, wir haben jetzt 100 Jahre, was wenn du jetzt nach vorne schaust, aktuell ein bisschen schwierig, also wirklich irgendwie einen großen Plan zu machen, aber wo wollt ihr hin? Was sind so vielleicht die nächsten drei großen Herausforderungen, denen ihr euch stellen wollt als Unternehmen? Wir haben ja innere Herausforderungen und äußere Herausforderungen. Mhm. Ja? Ich fange mit den inneren an und komme dann ganz am Schluss auf die äußeren, weil mit denen müssen wir uns stellen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, die inneren Herausforderungen sind sicher, wir haben es uns zum Ziel gemacht, diese digitale Beschaffung in den Unternehmen voranzubringen. Ja? Und da sind wir, Schlagwort Kosten senken, Lieferketten sichern, nachhaltiger mit Ressourcen umgehen, ist das, was uns dort antreibt. Ja? Wir glauben fest daran, dass digitale Beschaffung eine Lösung für diese Aspekte sein kann. Ein Beitrag dazu, das besser zu machen. Und alles, was wir dort tun können, um die digitale Beschaffung voranzubringen, technisch oder menschlich, das treibt uns an. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen wollen. Ja? Wir haben dann eine interne und eine externe Herausforderung. Wir wissen alle, dass wir achtsamer mit Ressourcen umgehen müssen. Ja? Wir müssen es gemeinsam schaffen im B2B-Umfeld, wie ich vorher gesagt habe, Dinge, die bereits vorhanden sind, nicht noch fünfmal zu produzieren, weil die wären bereits vorhanden. Es geht nur darum, sind sie sichtbar, sind sie kaufbar, sind sie lieferbar. Das muss uns gelingen. Da haben wir definitiv auch einen Beitrag zu leisten. Wir sind auch als Unternehmen, da kann man immer als Familienunternehmen, ist man natürlich mit 100 Jahren schon, würde ich uns mal als sehr achtsam bezeichnen, wie wir mit Menschen und Ressourcen umgehen. Aber auch dort ist ja sowohl der Druck von außen als auch der Druck von innen etwas, dem wir uns stellen, der uns auch jeden Tag herausfordert, ob das dann Lieferketten-Schutzgesetz oder was da so alles über uns drüber rollt. Diesem Thema müssen wir uns stellen. Das ist etwas, was uns antreibt. Und dann ist schon das, jetzt sind wir wieder bei diesem modernen oder bei dem gern genommenen Begriff AI. Eine der großen Herausforderungen ist, wir müssen mit der Ressourcenknappheit Mensch
so sehr uns das, vielleicht so sehr ich dieses Wort Ressourcenknappheit Mensch eigentlich nicht mag oder diesen Begriff nicht mag, dennoch müssen wir uns der Tatsache stellen, dass wir mit immer weniger Menschen immer komplexere Aufgaben zu lösen haben. Ja? Und wir können nicht die Augen verschließen vor der Tatsache, dass wir unsere Prozesse, unsere gemeinsamen Prozesse mit den Kunden und Lieferanten anders denken und anders bespielen müssen. Deswegen ist dieses Thema AI, KI, je nachdem, welche Sprache man verwendet, eines, dem wir uns auch heute aktiv, proaktiv stellen. Haben wir schon alle Lösungen? Nein. Haben wir schon den optimalen Einsatz von AI in der Breite? Definitiv nein. Aber das sind so die drei großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Wie viele Leute habt ihr jetzt? 2.500. Okay. Und wenn man bei euch arbeiten möchte, dann muss man das in Regensburg machen? Oder nö. Wie seid ihr aufgestellt? Also, wir sind ein Unternehmen, das inzwischen extrem verteilt arbeitet. Im Eingangsgespräch habe ich ja gesagt, ich bin definitiv nicht umgezogen, sondern arbeite zwischen den Standorten und genauso ist es mit unseren Mitarbeitern. Wir haben natürlich eine große Zahl von Mitarbeitenden in Hirschau. Wir sind aber in 17 anderen Ländern in Europa unterwegs und wir sind in Deutschland im Remote Work angekommen. Wobei ich da einschränkend sagen muss, ja, vielleicht erlaubt mir diesen Segway, diese leichte Abweichung von der Frage. Ich glaube, wir tun gut dran in Deutschland, weder in die eine, also 100% Büroanwesenheit, noch die andere, also 100%ige Remote-Arbeit, in diese Hysterie zu verfallen. Ja? Mhm. Weil ich denke, vieles von dem, was den deutschen Mittelstand oder was uns als deutsches Wirtschaftsmodell erfolgreich gemacht hat, war dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Problemlösen in kürzester Zeit, dieses Spezialistentum, das aus Wissenstransfer zwischen Menschen passiert ist, entstanden ist. Ja? Und auch bei Konrad, wir sind dabei, die richtige Balance zwischen 100 nicht anwesend und 100 anwesend zu finden. Aber wenn du als Arbeitnehmer bei uns oder als möglicher Mitarbeitender hier zu uns kommen möchtest, dann musst du in dieser Balance zurechtkommen. Bei uns gibt es weder das eine noch das andere, sondern wir versuchen dazwischen den Konrad Spirit, also unser zusammen, das, was Konrad ausmacht, weiterzuentwickeln. Wir versuchen, Probleme für Kunden zusammenzulösen und wir wollen natürlich konzentriertes und ruhiges Arbeiten ermöglichen, das vielleicht mal von zu Hause besser geht als woanders. Und das ist so der Weg, den wir als Unternehmen gehen. Ja, ich glaube, das ist auch, also ich kann es nur unterstreichen und ich meine, ich bediene mich ja dann immer auch gerne eher, man steht ja immer auf den Schultern von Giganten und viele Denker, unter anderem Alexander Kluge hatte mal irgendwie in einem Brand 1 Interview gesagt, dass so die drei großen Innovationen sind irgendwie das Feuer, die Kooperation und das Geschichtenerzählen der Menschheit und ich glaube, wenn ich für mich das Destillat wäre daraus, dass Kooperation eben aus Vertrauen entsteht und dafür muss man irgendwie zusammenkommen und was Besseres ist das, als das moderne Lagerfeuer ist für mich die Firma, wo man halt gerne hingeht und um dann eben auch in den Austausch zu gehen und ich denke, also wir erleben es hier, wir sind jetzt 20 Leute, aber wir waren auch in Corona, ich hatte es dann den Leuten auch freigestellt, einfach auch doch häufig immer wieder einmal, ein, zweimal zusammengekommen, ja, mit den unter Einhaltung der Regeln, aber schon, man hat schon gemerkt, dass da ist irgendwie was anderes und es entsteht ja auch so manchmal so, auch durch so Zufälligkeiten, was an der Kaffeemaschine oder so, irgendwie kommt man auf was man in einem Zoom-Call, der eine extreme harte Agenda meistens hat, ja irgendwie nicht drauf kommt. Insofern also von daher sind wir definitiv ein Arbeitgeber, der sowohl der Tradition als auch der Neuzeit Rechnung trägt. Ich glaube, was uns ausmacht als Arbeitgeber, ist schon dieses unternehmerische Denken. Und ich glaube auch, dass dieses unternehmerische Denken kommt nicht hinter dem Bildschirm zustande. Dieses unternehmerische Denken lebt von der Interaktion, das lebt vom Austausch, das lebt vom Um-die-Ecke-Denken manchmal. Und es lebt vor allem von Chancen erkennen und Chance nutzen. Und das beides ist meistens nicht Jahre auseinander, sondern so Tage auseinander zu sagen, da ist was, let's do it. Ja? Also unternehmerisch ist wirklich, jeder, der gerne unternehmerisch arbeitet, der wird sich bei uns irgendwo zu Hause fühlen. Wir sind ein
wie sagen wir mal, wir sind die Gallier, ja, wir sind die Gallier des E-Commerce, wenn man so will. Da draußen ist die große weite Welt der Römer und wir sind so die Gallier. Und die Gallier müssen proaktiver sein als vielleicht so die, die Römer, das im, im einen oder anderen Fall sind. Also wir brauchen, wir sind immer auf der Suche nach Mitarbeitern, die aus sich heraus mit innerem Antrieb kundenorientiert versuchen, was nach vorne zu bewegen. Denn nur so ist 100 Jahre Konrad möglich gewesen, dieses wir wollen weiter. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir, wer wir sind. Wir wollen immer irgendwie, irgendwie weiter. Ja? Dieses Miteinander, dieses achtsam miteinander umgehen ist ein anderes, glaube ich, großes, großes Merkmal, das uns einfach, das uns einfach ausmacht. Und ganz zu guter Letzt, wenn man bei Konrad arbeitet, arbeitet man immer für den Kunden. Ja, wir sind ein Händler. Im Herzen, egal ob wir Plattform sagen oder Händler oder digital, wir sind am Ende des Tages immer jemand, der Dienst am für den Kunden macht und jeder, der Spaß dran hat, für den Kunden was zu tun, für den ist Konrad der richtige Ort. Ja. Dem gibt es jetzt wenig hinzuzufügen, außer natürlich die abschließende Frage im Cheftreff ja immer, wenn der Ralf zurückreisen könnte, kannst du jetzt ein bisschen aussuchen, zu welcher Station oder vielleicht sogar ganz an den Anfang deiner Berufslaufbahn und das, was du jetzt so für dich gelernt hast und wenn du dir was zuflüstern könntest an Erkenntnis, die die Qualität deiner Entscheidung verändern hätte. Also nicht Fehlervermeidung, keine Aktientipps, aber so, ja, wo du sagst, wow, das, das ist eine Qualität, die hätte ich gerne meinem jüngeren Ich so mit auf den Weg gegeben. Was, was wäre das? Was würdest du dir gerne zuflüstern? Noch neugieriger gewesen zu sein. Ja. Okay. Jetzt bin ich jemand, der relativ neugierig ist. Wirkst du so? Wirklich so, ja. Aber gerade als gerade wenn du dir selbst noch nicht ganz sicher bist über dich als Person, was macht mich wirklich aus, dann würde ich mir sagen, trau dich noch neugieriger zu sein, trau dir noch mehr zu, weil wenn du es dir zutraust, trauen dir es andere auch eher zu. Und je weiter ich so in meiner Karriere gekommen bin, desto offensichtlicher ist mir das geworden. Aber ich hätte es gern früher gewusst, wäre es noch schneller gegangen. Ja? Okay, super. Ganz herzlichen Dank. Danke, hat Spaß gemacht.